Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch den neuen Haugland Parka Pro vorstellen. Das ist die Jacke von Benjamin Jaworski. Und eins gleich vorweg: Ich habe die Jacke von Benjamin Jaworski bzw. Haugland Clothing für Fotografen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich darf sie auch behalten. Es wurden aber keine Anforderungen an mich gestellt, dass ich irgendwas sagen soll. Also ich kann frei entscheiden und kann objektiv berichten. Und da die Jacke ja für draußen gemacht ist, gehen wir auch raus. Ein paar Infos gleich vorab. Ich habe die Jacke in der Größe XL und ich bin 1,84 groß und aktuell ein bisschen zu schwer. Ja, bin aber tatsächlich schon wieder dabei, ein bisschen herunterzukommen. 2 Kilo sind schon geschafft, aber ich müsste noch ein bisschen mehr abnehmen. Ich möchte ja auch wieder meinen Tauchanzug reinpassen. Jacke kriege ich zu und die Jacke ist, würde ich mal sagen, ziemlich gut geeignet für Leute. Meine Größe 1,84, 1,90, irgendwie sowas, grob über den Daumen, die irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 90 und 105 Kilo wiegen, würde ich mal tippen. So in dem Bereich passt das, würde ich mal sagen, ganz gut. Aber bleibt dran. So, nun wären wir bei mir im heimischen Garten und die Jacke ist ja auch für draußen. Und passenderweise regnet das auch gerade. Vorhin hatte ich das Problem, da kam da die Sonne und ich wollte beinahe noch einen Sunbounce als Abschatter dazwischen packen. Aber tja, April halt, ne? Jetzt regnet es. Aber passend zur Jacke ist es ja ganz gut. Also, um es einmal kurz zu machen, die Jacke ist in jeder Hinsicht eine Verbesserung zu der Classic-Variante, die ich auch in Rot habe. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht und im Prinzip trifft eigentlich alles, was man von der alten Jacke sagen kann, auch auf diese neue Jacke hinzu, mit ein paar aber wirklich starken Verbesserungen. Also, das Wichtigste an diesen Jacken ist dieser Parker hier. Das ist die eine große Änderung. Der ist wesentlich verbessert worden zur farbigen Jacke, die es, oder zur Klassik-Variante, die es auch in verschiedenen Farbtönen gibt. Diese gibt es bis jetzt rein in Schwarz. Ich weiß nicht, ob was anderes geplant ist, kann ich euch nicht sagen. Aber das wird sich ja natürlich über die Zeit zeigen. Man merkt sofort vom Stoff, es ist viel, viel schwerer und stabiler geworden. Im ersten Video habe ich gesagt, die Jacke ist toll, hat aber noch nicht den Qualitätsanspruch oder die Qualität wie zum Beispiel eine Jacke von Fjällräven oder andere Outdoor-Marken. Und ich muss sagen, die Lücke wurde geschlossen. Ich würde sagen, das ist ziemlich auf einer Qualitätslinie. Ich bin natürlich kein Jackenproduzent oder kein Fachmann für Qualität bei Outdoor-Jacken, aber rein vom Gefühl her ist das wesentlich besser, es ist wesentlich stabiler, die Tropfen perlen gut ab. Ich bin damit wirklich schon mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen und ja, bin nicht nass geworden. Das ist bei der alten Jacke schon mal passiert an den Nähten, hier definitiv nicht. Und eine Änderung, die mich sehr, sehr gefreut hat, ist der Reißverschluss. Früher war es so ein wasserdichter Reißverschluss, der war bei mir kaputt gegangen. Und jetzt ist halt so ein, ja, Standard-Reißverschluss, würde ich jetzt sagen, ist da eingebaut worden und funktioniert deutlich besser. Also Standard ist natürlich auch wieder gemein. Ich gucke mal drauf, ja, YKK ist es. Also natürlich Markenprodukt ist es schon, aber ist es ist jetzt ein, ja, würde ich sagen, ein Reißverschluss, der mehr verzeiht als der andere. Was nach wie vor geblieben ist, ist dieser Fotorucksack, der kleine Fotorucksack. Und da finde ich, so ein paar Sachen sind wirklich schön. Ben sagt immer, hier kann man Akkus reinpacken und alles Mögliche. Habe ich natürlich auch, aber ich bin Porträtfotograf, kein Landschaftsfotograf überwiegend. Und deswegen habe ich es ein bisschen umgestellt. Ich möchte euch mal kurz daran teilhaben, was ich da drin habe. Also erstens mal Akku im Akkufach für die GoPro. Dann Speicherkarten könnte ich reinpacken. Habe ich so tatsächlich jetzt nicht, glaube ich nicht. Ich habe da keine drin. Könnte man machen. Im unteren Fach, da habe ich tatsächlich jetzt hier da den großen Sony-Akku drin. Finde ich persönlich angenehmer als in dem kleinen Fach, aber das wird auch da reinpassen. Dann als Porträtfotograf, und das ist eigentlich so das Coolste, habe ich hier drin zwei Sachen. Das eine ist eine Wäscheklammer und die ist absichtlich so bunt, damit man die auf Fotos gut sieht. Wenn ich beim Model oder das Model klipst es selber ran, macht es hinten die Klamotten ein bisschen enger, dann will ich die auch gut sehen können. Also, beziehungsweise eher nicht sehen. Und wenn ich nämlich fotografiere und die ragt ein bisschen raus, fällt die einfach deutlich mehr auf. Ich habe weniger, ja, Aufwand beim Retuschieren. Dann hier ein Spiegel. Kann man immer gut gebrauchen, sowohl als YouTuber wie als Porträtfotograf. Einfach mit reingeben, freut sich jedes Model drüber. Bis jetzt immer nur positive Rückmeldungen. Auch geblieben ist dieses Fach hier. Das gibt es in jeder Jacke. Das habe ich. Drei Jacken sind es ja, ne? Einmal die Außenjacke, Fließjacke und die Steppjacke, die ich gleich noch extra hole. Und das in jeder Jacke so ein Benzel dran und ein
ja, Mikrofasertuch kann man mal das Objektiv mit sauber wischen. Brauche ich nicht ganz so häufig, aber man kann es auch für die Sonnenbrille benutzen. Für die andere Brille ist also immer, immer toll zu haben. Ja, Schnitt soweit an der Jacke eigentlich wie gehabt. Schön lang, das ist persönlich, finde ich, immer wichtig, wenn man sich mal bückt. Nicht, dass man das nachher das Maurer-Dekolleté oder das Fotografen-Dekolleté sieht, ne? Das ist ja auch nicht immer so schön. Reißverschluss, wie gesagt, finde ich deutlich besser, wenn ich mir jetzt hier einen abfriemel. Ich möchte auch den Ton nicht unbedingt versauen. Ist total klasse. Hier drin ist das über, ja, Klettverschluss gelöst. Und dann habe ich hier Tasche, da Tasche, da Tasche, da Tasche. Passen auch wohl Filter rein. Rechteckige Filter für Landschaftsfotografen sehr wichtig. Bei mir landet mal ein Objektivdeckel drin, Handschuh drin, Halstuch drin, alles Mögliche. Und dann gibt es innen noch tatsächlich so eine kleine Innentasche. Hier drin ist sie. Ja. Da habe ich Visitenkarten drin. Ich weiß, ist echt ein bisschen oldschool, aber ich finde diesen Feuerwehrschlauch cool und da sind auch gleich, ja, Visitenkarten drauf mitten im Bild. Wenn man sagt, hey, check mein Instagram, ist das zwar ganz gut und schön, machen ja auch viele. Instagram ist ja die angeblich tollste Plattform, die wir haben. Aber ich finde, wenn man gleich zeigen kann, was man für ein Bild macht und was man für Bilder macht, ist das richtig cool, weil da kann man durchaus mal ein bisschen überraschen. Und du wirst es nicht glauben, ich habe für einige Shootings oder einige Aufträge habe ich tatsächlich schon direkt vor Ort hingekriegt, weil du sagst, ey, hast du noch Zeit für ein Bild? Jo, kann ich machen. Keine Ahnung, St. Peter-Ording habe ich garantiert über die Jahre schon 200 Euro verdient, wo ich eigentlich am Shooten war. Und einer sagte, hier komm in einer halben Stunde nochmal vorbei, mache nochmal ein Bild von dir und deiner Freundin. Zack, ja, kann man auch gut mit verdienen, wenn man gleich zeigen kann, hier, das ist das Bild, und dann sieht das, oh ja, perfekt, läuft alles. Also, kleiner Tipp, Visitenkarten kann man trotzdem immer noch gut benutzen. Ja, wie gesagt, Kapuze, auch Regendicht, ganz normal, also es ist eine Kapuze, ja, was soll ich dazu sagen? Macht seinen Job, schützt mich vor Regen, macht sie gut. Sehr zufrieden. Ne? Und was vielleicht eine Änderung ist, die Patches hier sind jetzt anders. Das blende ich auch nochmal ein. Hier, da auch. Und an den Ärmeln ist jetzt aus Gummi, nicht mehr aus Kunstleder. Ist alles okay. Also ist wirklich gut. Einige mögen vielleicht Knöpfe lieber. Klettverschluss finde ich ist einfacher. Alles in Ordnung. Ah, Klettverschluss übrigens hier. Die Taschen, die haben hier noch so eine kleine Überlappung. Das ist ein bisschen höher geworden. Ist echt ein bisschen hochwertig und man kriegt halt viel rein. Vielleicht ist die Jacke auch besonders gut geeignet, wenn man reisen möchte, weil man hat so viele Taschen, dass man alles reinkriegen kann. Hier ein Objektiv, da ein Objektiv. Ja, schont das Handgepäck. Vielleicht auch nicht gerade unwichtig in Zeiten von Ryanair, Gebühren und so weiter. Ja, jetzt ziehe ich die Jacke mal aus, ziehe die Steppjacke an und dann zeige ich euch nochmal die Steppjacke. Das ist nämlich auch der nächste große Unterschied. Und nun habe ich die Steppjacke an und das ist halt auch eine der größten Änderungen. Ne? Schön dick, anders geschnitten, auch mit Kapuze. Und hier hat man ein anderes Muster. Früher war es so ein Karo-Muster, jetzt ist es längs wie so eine Daunenjacke. Und die ist richtig warm. Man muss sagen, man kann immer ein bisschen wählen. Man kann natürlich alle drei Jacken ineinander anziehen, das passt auch zusammen. Persönlich habe ich es noch nie gebraucht. Ich mache die meistens die hier so ein bisschen offen zu und dann einfach die andere Jacke drüber. Insgesamt ein tolles System. Hier hat man auch wieder die Tasche drin mit dem Mikrofasertuch. Hier den kleinen Fotorucksack. Wenn man alles braucht, kann man es dann machen. Ich mache es entweder so, dass ich es in der Außenjacke habe oder in der Innenjacke, wenn ich die alleine trage. Man kann natürlich jede Jacke auch einzeln tragen. Muss dann halt machen, was man möchte. Wie gesagt, funktioniert stark. Diese Jacke ist deutlich, deutlich verändert worden im Gegensatz zum Vorgänger. Das ist jetzt die Fließjacke alleine. Davon habe ich tatsächlich drei Stück. Zwei davon habe ich selber gekauft. Die gab es von Ben halt gesponsert. Ansonsten, wie gehabt, auch hier, ne, die Tasche wieder für das Mikrofasertuch. Dann habe ich hier natürlich auch wieder einen Fotorucksack. Also es wiederholt sich. Und diese Jacke ist so mein kleiner, interner, heimlicher Favorit. Weil die kann ich als Pullover tragen, die kann ich auch alleine tragen. Die kann ich auch einfach mal gut in den Fotorucksack einfach reinknütteln, rein. Knittert nicht, fließt es halt ein sehr leichtes, warmes, dankbares Material. Kann man sehr, sehr gut verwenden. Ja, und auch hier wieder natürlich die neuen Patch. Hat sich ein bisschen verändert. Ich finde, sieht ein bisschen hochwertiger aus. Also, wie gesagt, klare Kaufempfehlung. Gibt es einen Nachteil? Ja, für einige garantiert der Preis. 500 Euro für drei Jacken ist nicht unbedingt wenig Geld. Allerdings, ihr kriegt halt auch drei Jacken dafür. Darf man nicht vergessen. Landet ihr bei anderen Herstellern, liegt ihr im Preissegment eigentlich auch in dem Preis, wenn man
eine gute Qualität haben möchte. Aber die Jacken sind in der Regel nicht für Fotografen gedacht, also auch nicht so detailliert. Und man merkt es schon, dass Ben die wirklich benutzt beim Fotografieren und nicht nur er, sondern auch andere. Wenn ich mal gucke, welche anderen Fotografen diese Jacke nutzen, sind es tatsächlich einige. Und die bekanntesten sind zum Beispiel auch Krolopp und Gerst und halt auch der Christoph, den ihr garantiert auch kennt. Von daher, die Sachen sind wirklich gut. Guckt es euch an. Und entscheidet einfach ganz neutral, ist die Jacke was für euch, ja oder nein? Ich muss sagen, ich habe sie jetzt nicht bezahlt, habe sie gesponsert bekommen, Gott sei Dank. Also nochmal vielen Dank, Ben. Aber ich würde sie mir höchstwahrscheinlich kaufen, weil sie einfach, ja, sie ist einfach gut. Sie ist einfach gut. Und das muss man ganz objektiv sagen, richtig geil. Gerade wenn man reist, universell gut nutzbar und das wirklich auch noch in einer Optik, die einem schmeichelt, gerade wenn es ein bisschen beim Parker länger über den Popo läuft. Ne? Ganz angenehm. Also erstmal, ciao.